Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der sowjetische Staats- und Parteichef Brezhnev wünscht neue Gespräche mit dem Westen. Bei der Eröffnung des 26. Parteitages der sowjetischen Kommunisten in Moskau nannte Brezhnev heute insgesamt 8 Verhandlungsfelder, um, wie er sagte, die Spannungen in aller Welt abzubauen. Nicht ganz unerwartet zeigte sich Brezhnev in diesem Zusammenhang bereit, mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Reagan zusammenzutreffen. Gespräche auf höchster Ebene, so der sowjetische Parteichef, könnten wie früher auch heute noch den größten Erfolg bringen. Gleich mehrere Verhandlungsvorschläge unterbreitete Brezhnev zur Rüstungspolitik. Erstens. Moskau sei bereit, dass Ost und West ihre atomaren Mittelstreckenraketen auf dem jetzigen Stand einfrieren, also keine neuen stationieren. Zweitens. Der Kreml lehne eine Wiederaufnahme der SALT-Verhandlungen über die Begrenzung der strategischen Rüstung mit den USA nicht ab. Drittens. Die Sowjetunion schlage überdies eine Begrenzung der beiderseitigen U-Boot-Flotten vor. Und viertens. Moskau erkläre sich damit einverstanden, wenn Manöver und große Truppenbewegungen nicht nur in Zentraleuropa, sondern sogar bis zum Ural vorher angekündigt würden. Auf die Polenkrise eingehend behielt sich Brezhnev in seiner Rede ein sowjetisches Eingreifen vor. Er machte klar, dass Polen zum Ostblock gehöre und die Sowjetunion das Land in der, so wörtlich, Stunde der Not nicht im Stich lassen werde. Zu Beginn der Ansprache des sowjetischen Parteichefs kam es zu einer Überraschung, die neue Spekulationen über den Gesundheitszustand des 74-Jährigen nährte. Um 10.20 Uhr Moskauer Zeit begann Leonid Brezhnev mit dem Verlesen seiner Rede. Er sprach langsam, machte lange Pausen und griff wiederholt zum bereitgestellten Wasserglas. Das sowjetische Fernsehen übertrug die Rede direkt aus dem großen Kremlpalast. Doch um 10.26 Uhr, nach genau 6 Minuten, brach die Übertragung ab. Es erschien ein Nachrichtensprecher, der den weiteren Text der Rede verlas. Erst nach genau 5 Stunden erschien Brezhnev wieder im Bild und verlas die letzten Seiten. Darauf angesprochen, warum diese Form der Übertragung gewählt wurde, antwortete Regierungssprecher Samjatin heute Nachmittag, der Parteitag hat es so beschlossen. Was die inhaltliche Seite der Rede angeht, herrscht unter Beobachtern in Moskau weitgehend Einigkeit. In ihrem außenpolitischen Teil war es eine alles in allem eher moderate Rede. Brezhnevs Bereitschaft zu einem Gipfeltreffen mit Reagan wird nicht nur als verbale Geste gesehen, sondern als Hinweis darauf, dass die Sowjets trotz aller Attacken aus Washington keineswegs die Brücken zu den Amerikanern abbrechen wollen. Positiv vermerkt worden ist in Moskau auch, dass Leonid Brezhnev Bereitschaft signalisierte, in vertrauensbildende Maßnahmen das gesamte europäische Gebiet der Sowjetunion bis zum Ural einzubeziehen. Dies könnte zukünftige Gespräche über Abrüstung in Europa erheblich erleichtern. Enttäuschend für westliche Beobachter hingegen die Haltung in der Afghanistan-Frage. Hier wich Brezhnev um kein Haar von der harten Haltung ab. Ein Truppenabzug ist wie eh und je kaum in Sicht. Sollten hier aber die Amerikaner ebenfalls hart bleiben und auf Abzug bestehen, könnte der Dialog der Supermächte scheitern, ehe er überhaupt begonnen hat. Im innenpolitischen Teil brachte die Rede wenig Neues. Appelle an die Disziplin und Arbeitsmoral sowie das bereits wiederholte Versprechen, mehr für die Versorgung und die Konsumgüterindustrie zu tun. Immerhin malte Leonid Brezhnev die Zukunftsaussichten nicht allzu rosig, sondern durchaus realistisch. Die Grundaussage, so schnell wird es wohl nicht besser werden. Die Entwicklung der deutsch-sowjetischen Beziehungen beurteilte Brezhnev als insgesamt günstig. Er beschuldigte Bonn aber auch, bisweilen das Berliner Vier-Mächte-Abkommen zu umgehen und nicht immer der Eigenstaatlichkeit der DDR Rechnung zu tragen. Bundeskanzler Schmidt hat inzwischen eine sorgfältige Prüfung der Brezhnev-Rede zugesichert. Vor dem SPD-Vorstand in Bonn stellte Schmidt vor allem 2 Punkte heraus. Zum einen Brezhnevs Vorschlag für einen Stationierungsstopp von Mittelstreckenwaffen und zum anderen dessen Angebot, die gegenseitige Information über Manöver auszudehnen. Wie in Washington die Rede des sowjetischen Parteichefs aufgenommen wurde, dazu Lothar Löwe.
Mit großer Aufmerksamkeit haben die Ostexperten der Reagan-Administration die heutige Brezhnev-Rede in Moskau verfolgt. Brezhnevs Angebot eines Gipfeltreffens mit Präsident Reagan wird aber hier gelassen registriert. Niemand in Washington erwartet ein baldiges Zustandekommen einer solchen Gipfelbegegnung. Die Reagan-Administration ist nämlich im Augenblick noch mit der Formulierung ihrer Wirtschafts-, Innen- und Außenpolitik beschäftigt. Und bevor dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, sind amerikanisch-sowjetische Verhandlungen über wesentliche politische Fragen, wie zum Beispiel über die nukleare Rüstungsbegrenzung, nicht sehr wahrscheinlich. Um einen ersten Kommentar gebeten, erklärte der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums William Dyess vor 2 Stunden, die Administration wolle zunächst den vollen Text der Brezhnev-Rede studieren. Präsident Reagan werde das Angebot mit seinen außenpolitischen Beratern erörtern und darüber hinaus in Kürze die Verbündeten konsultieren. Mehr habe die Reagan-Regierung im Augenblick nicht mitzuteilen. Wenige Jahre nach dem Sturz der Franco-Diktatur steht Spanien heute Abend möglicherweise vor einem Putschversuch. Vor einer halben Stunde berichteten die internationalen Agenturen, dass das Parlament von einer Einheit der Guardia Civil überfallen worden ist. Alle 350 Abgeordneten und die Regierung seien gefangen genommen worden. Im Parlament kam es nach spanischen Rundfunk- und Fernsehberichten zu einer Schießerei. Der Rundfunk des Landes hat inzwischen sein Programm unterbrochen und spielt Musik. Das Parlamentsgebäude ist von loyaler Polizei umstellt. Über die Vorgänge im Innern herrscht völlige Unklarheit. Auf den Straßen Madrids soll es ruhig sein. Im Zentrum gibt es offenbar große Verkehrsstaus. Die Armee wurde angewiesen, die Kasernen nicht zu verlassen. Es war 6:15. Wenige Minuten zuvor hatte die zweite Abstimmung über das Regierungsprogramm des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten begonnen. Plötzlich stürzte ein Offizier der Guardia Civil in das Parlament, die Pistole in der Faust und schrie "Al suelo" auf den Boden. Die zu Tode erschrockene Versammlung der Parlamentarier reagierte nicht sofort wie gewünscht und die nun nachstürmenden Polizisten gaben eine Reihe von Salven aus ihren Maschinenpistolen über die Köpfe der Parlamentarier hinweg ab. Abgeordnete und Minister warfen sich zwischen die engen Reihen der Stühle. Der Vizepremier für Verteidigung, Gutiérrez Mellado, wollte dem Befehl nicht gehorchen. Es kam zu einem wilden Wortwechsel mit anschließendem Handgemenge. Dann musste auch er auf den Boden. Anschließend 10 Minuten lang eisiges Schweigen in der großen Halle. Niemand durfte sich rühren. Danach wurde Parlamentariern, Journalisten und Besuchern erlaubt, sich wieder zu setzen. Am Rednerpult erschien ein Offizier, der alle um Ruhe bat und ankündigte, dass in der nächsten Viertelstunde eine militärische Autorität erscheinen und alles Weitere veranlassen würde. Wir, die ausländischen Journalisten, durften dann als Erste, die Cortes, das Parlament verlassen. Um das Gebäude herum sahen wir viel Polizei, aus deren Haltung aber nicht hervorging, ob sie mit den Besetzern des Parlaments sympathisierten. Wie es um einen scheint, herrscht im übrigen Spanien absolute Ruhe. Der oberste Chef der Guardia Civil soll auf dem Weg ins Parlament sein, um seine rebellierenden Untergebenen zur Aufgabe zu bewegen. Mit der Entscheidung des zuständigen Landrates Brümmer, die geplante Demonstration am Kernkraftwerk Brokdorf an der Unterelbe zu verbieten, wird sich am Mittwoch jetzt auch das Bundeskabinett befassen. Staatssekretär Becker erklärte heute, Beschlüsse seien allerdings nicht zu erwarten. Das Bundesinnenministerium teilte inzwischen mit, die Kieler Landesregierung habe zum Schutz des Bauplatzes Einheiten des Bundesgrenzschutzes angefordert. Der SPD-Parteivorstand appellierte heute an alle Bürger und insbesondere an die Jungsozialisten, sich an keiner Demonstration am Bauplatz zu beteiligen. Brümmer begründete heute noch einmal sein Demonstrationsverbot. Unsere Erkenntnisse haben ergeben, sowohl aus den Demonstrationen vor Weihnachten und im Februar in Hamburg, wie auch eine Vielzahl von Aufrufen, dass eine nicht unbeachtliche Zahl von Demonstranten sich gewalttätig hier darstellen will. Befürchten Sie nicht, dass gerade wegen des Demonstrationsverbotes die fast 50.000 Kernkraftgegner unkontrolliert am Rande der Wilstermarsch demonstrieren werden? Wir werden die Demonstranten, die trotz des Verbotes kommen, hier bei uns auch in der Wilstermarsch vorfinden, sodass wir von dort her glauben, dass auch die Polizei ihre Aufgabe dort wird erfüllen können. Heißt es dann aber nicht, dass eine Großdemonstration von 50 bis 100.000 angekündigten Gegnern eines Projektes, dass diese zukünftig nicht mehr in der Bundesrepublik stattfinden können? Doch, natürlich können die stattfinden, wenn die in der sachgerechten Form angekündigt, angemeldet werden. Sie wissen, wir haben keine Anmeldung vorliegen, sodass wir auch nicht mit Auflagen einwirken können. Das ist von dieser einmaligen Handlung bestimmt nicht beeinflusst. Es sei denn,
wir werden immer wieder Erkenntnisse haben, dass sie missbraucht werden soll. Aber das muss dann immer von Fall zu Fall entschieden werden. Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz beabsichtigt, entgegen gestrigen Ankündigungen nicht mehr, wegen des Demonstrationsverbotes die Gerichte anzurufen. Er will das Verbot missachten. Dieses Demonstrationsverbot ist mittlerweile zu einer politischen Frage geworden. Wir wollen nun auch politisch geklärt wissen, ob es rechtens ist, dass für 3 Tage und in einer ganzen Region niemand gegen ein Atomkraftwerk demonstrieren darf, egal ob er friedlich bleiben will oder nicht. Das heißt, Sie wollen eine Äußerung von Ministerpräsident Stoltenberg erzwingen? Genau, wir wollen Ministerpräsident Stoltenberg auffordern, diesen schwerwiegenden Eingriff in das Demonstrationsrecht zurückzunehmen und sind also auch erst dann gesprächsbereit. Uns haben alle liberalen Politiker und auch Juristen versichert, dass dieses pauschale Demonstrationsverbot eigentlich keinen Bestand haben kann und selbst rechtswidrig ist. Und uns hat natürlich ermuntert, diese Aussagen, dass wir hart bleiben müssen, um also hier nicht zu früh aufzugeben und Stoltenberg einfach dieses Verbot weiterhin aussprechen zu lassen. Wir bereiten uns weiterhin vor, am kommenden Samstag in Brokdorf zu demonstrieren. Wir haben keinerlei Veranlassung. Unsere Absicht, friedlich gegen das Atomkraftwerk zu demonstrieren, diese Absicht fallen zu lassen, und wir rufen auch alle Atomenergiegegner auf, am kommenden Wochenende zur Demonstration mitzukommen. Bei der diesjährigen Metalltarifrunde zeichnet sich nach Wochen ergebnisloser Verhandlungen mehr und mehr ein Arbeitskampf ab. In Krefeld wurde heute nach knapp einer Stunde das 3. Gespräch zwischen Arbeitgebern und der IG Metall in Nordrhein-Westfalen ohne einen neuen Termin abgebrochen. Die Arbeitgeber blieben bei ihrem bisherigen Angebot von 2,5-prozentigen Einkommensverbesserungen. Daraufhin kündigte die Gewerkschaft, die 8% mehr Lohn und Gehalt fordert, Warnstreiks und Demonstrationen für das Monatsende an. Dann läuft die Friedenspflicht aus. Auch für den Bezirk Hessen beschloss die Große Tarifkommission der IG Metall in Frankfurt Kampfmaßnahmen. In der Bundesrepublik zeichnet sich für den Monat Februar erneut eine Zunahme der Arbeitslosigkeit ab. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur wird sich die Zahl der Beschäftigungslosen von gut 1,3 auf nunmehr 1,4 Millionen erhöhen. Der Außenminister Costa Ricas, heute zu Besuch in Bonn, und Bundesaußenminister Genscher sind sich einig. Der Dialog zwischen den demokratischen Kräften im unruhigen mittelamerikanischen Staat El Salvador muss gefördert und unterstützt werden. In dem Gespräch mit Minister Nijhaus Quesada bot Genscher eine Art Vermittlung an. Er sei bereit, sich mit dem Chef der Regierungsjunta von El Salvador zu treffen, falls dieser eine CDU-Einladung zum Besuch der Bundesrepublik annehmen sollte. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner hat heute erneut Widerstand gegen deutsche Waffenexporte angekündigt. Nach 2-tägigen Gesprächen mit einer Delegation der israelischen Arbeiterpartei und des Arbeiterblocks in Bonn erklärte Wehner, dies gelte insbesondere für Lieferungen nach Saudi-Arabien. Beide Seiten, so Wehner, seien entschlossen, den Frieden zu sichern und nicht aufs Spiel zu setzen. Überraschung hat in Bonn die Erklärung Saudi-Arabiens ausgelöst, kein Interesse am Kauf von Kampfflugzeugen des Typs Tornado zu haben. Am Wochenende hatte die offizielle saudische Presseagentur erklärt, man wolle über Großbritannien Flugzeuge dieses Typs kaufen. Die Bundesregierung, die entsprechende Berichte bestätigt hat, erklärte heute, man gehe weiter von einem Interesse Saudi-Arabiens am Tornado aus. Das Flugzeug ist eine Gemeinschaftsproduktion Großbritanniens, Italiens und der Bundesrepublik. Alle 3 Partner müssten einem Verkauf zustimmen. Mehr als 1000 Polizisten haben heute in der niederländischen Stadt Nimwegen etwa 100 Hausbesetzer und 500 Sympathisanten aus der Innenstadt vertrieben. Die Besetzer hatten 14 Häuser und ein Lagergebäude vor dem Abriss bewahren wollen. Sie sollten den Bau eines Parkhauses weichen. Von den Besetzern errichtete Straßensperren und Barrikaden wurden von Panzern niedergewalzt. Bagger rissen die Häuser ab. Nach Angaben der Polizei wurden 5 Besetzer, die Sicherheitskräfte mit Steinen und Molotow-Cocktails empfangen hatten, festgenommen. In Nimwegen sind zurzeit etwa 18.000 Menschen bei den Behörden als Wohnungssuchende gemeldet. Der Berliner Justizsenator Gerhard Meyer ist von der CDU-Opposition zum Rücktritt aufgefordert worden. Zugleich wurde der FDP-Politiker damit konfrontiert, dass sein Stellvertreter, Senatsdirektor von Stahl, um Versetzung in ein anderes Amt oder in den einstweiligen Ruhestand bat. Anlass für die Attacken auf Gerhard Meyer ist dessen Vorschlag auf dem FDP-Landesparteitag am vergangenen Freitag,
den stellvertretenden Vorsitzenden der Jungdemokraten, Rüdiger Pieper, als Beisitzer in den Landesvorstand zu wählen. Pieper, der von den Delegierten jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt wurde, hatte sich selbst als stadtbekannten Hausbesetzer bezeichnet. Blinder moralischer Eifer, der anderen Staaten die eigene Auffassung aufzuzwingen versucht, stellt nach Meinung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken eine Gefahr für den Frieden dar. In einer Stellungnahme zur Außen- und Sicherheitspolitik erklärte die Politikkommission des Komitees, die mitmenschliche Solidarität erfordere zwar den aktiven Einsatz für Menschenrechte in aller Welt, keine Nation dürfe sich aber zum Richter über andere machen. Papst Johannes Paul II. Ist heute in Japan eingetroffen. Es ist die letzte Station seiner Fernostreise. Während ihm in den vergangenen Tagen auf den Philippinen und auf Guam Hunderttausende zugejubelt hatten, gab es für den Papst in Tokio einen bescheidenen Empfang. Sein Besuch gilt als privat. Der Papst fiel auch hier auf die Knie und küsste den Boden seines Gastlandes, ehe er vom japanischen Außenminister Ito begrüßt wurde. Der katholischen Kirche in Japan gehören weniger als 1% der Bevölkerung an. Von Japanerinnen in traditionellen Kimonos, mit Blüten begrenzt, fuhr Johannes Paul II. Zur Marienkathedrale im Zentrum von Tokio. Hier feierte er mit rund 4000 Gläubigen eine Messe. Danach suchte er ein kirchliches Altersheim auf. Dabei kam es zu dieser bewegenden Begegnung mit dem schwerkranken 89-jährigen Franziskanerpater Sambrowski. Der aus Polen stammende Priester hat mehr als 50 Jahre als Missionar in Japan gewirkt. Während der Papst den Schwerkranken viele Male küsste und segnete, sagte er zu ihm: Ich habe mir von Herzen gewünscht, dich zu sehen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. Februar. Das heutige Satellitenfoto zeigt über Deutschland unterschiedliche und im Osten stärkere Bewölkung. Der zugehörige Tiefausläufer verlagert sich langsam westwärts und führt feuchte und nicht mehr so kalte Luft heran. Die Vorhersage für morgen. Überwiegend starke Bewölkung mit von Osten aufkommenden zeitweiligen Schneefällen. Auf den Straßen dabei streckenweise Schnee- und Eisglätte. Tiefstwerte minus 3 bis minus 8 Grad, Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt. Schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.